Servus, Herr Sauberpatz. Es ist Abend und ich bin gerade bei so einem Weihergebiet unterwegs, weil ich wegen beobachten will, was da so los ist. Ja, nehme ich die mit, schaust du das mit mir an. Da sind zwei Schwäne. Was mich interessiert, ist halt der Eisvogel. Ja, keine Kamera dabei. Weil, ja. Und genau, so ist das halt. Ne? Das ist quasi der Run mit der Zeit, aber. Weil es ist ja immer gleich finster. Ja. Wir haben jetzt halt hier 5 und so. Und vor ein paar Wochen war das quasi merklich finsterer. Aber jetzt wird es eh schon finster und mit der GoPro ist das aber scheiße, ne? Weil das dann nicht so stabilisiert, der krampfte Blöde hatte. Ja, aber was ich dies, muss ich jetzt einfach auslangen. Also, ich habe schon eine Kamera dabei, ich habe einen Rico dabei. Aber ich habe jetzt quasi nichts dabei, dass ich dir den Eisvogel zeige, weil ich da so fett herzoome, Alter. Weil der Zoom-Gott. Ach so, aber falls ich. Ja. Wenn ich aber durch so Weihergebiete gehe, dann ist es so, wenn ich jetzt den Eisvogel sehen will, ne? Ich will ihn ja jetzt bloß einmal sehen, darum muss ich nicht unbedingt leise sein, weil der ja dann umeinander fliegt. Und wenn er da hinten fliegt, dann weiß ich auch, da hockt jetzt der Eisvogel. Ne? Und was mich halt noch interessiert, sind halt die Spitzen der Bäume. Ob halt da jetzt eine Kamera reinhockt oder irgendwas anderes halt. Ne? Genau, also ist immer unten wie oben dann. Halt so. Und da kommt der Julze raus. Oder der Wolf. Siehst du mal die Unterschiede, wenn du aufpasst? Der Weih ist im Eis, ja. Und der nicht. Der ist nicht einmal ein bisschen was. Also da ist quasi nichts Eis. Und der ist im Eis. Der liegt halt einfach ein bisschen tiefer. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber ist halt so. Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Aber um das geht es jetzt gar nicht. Ich will dir bloß was sagen, schnell, weil ich das dir erzählen will. Ich habe mir gedacht, bestellst du Pizza quasi? Weil ich ja wollte nicht mehr fahren und einkaufen, da wäre nichts, aber ich bestellst du Pizza. Und das ist einmal so ein Gefrecke, wenn du dich auf irgendeinen anderen verlieren musst, außer auf dich selber. Ich habe 5 angerufen, gell? So, hätte ich gerne Pizza und so, wie lange dauert denn das? Ja, eine halbe Stunde. So. Dann haben wir gedacht, der kommt sowieso nicht. War es quasi 17:30 Uhr. Also 17:30 Uhr. Haben wir gedacht, naja, okay. Scheiß drauf, wartest bis um 17:45 Uhr, dann rufst du nochmal an. Ruf ich da, sagt der am Telefon, ja, schon unterwegs. Na, doch gut. Schauen wir mal. Dann ist 6 Uhr geworden. 17:50 Uhr geworden. Dann haben wir gedacht, pass auf, wenn der mit meiner Pizza quasi seit um 17:45 Uhr unterwegs ist, angeblich, dann kann er es selber fressen, Alter. Weil ich brauche nicht eine halbe Stunde, also quasi, der ist ja kalt. Ne? Also habe ich dann um 17:45 Uhr, also quasi um 18:15 Uhr, bei einem anderen Pizzamann angerufen und halt die Pizza bestellt und dann bin ich im Endeffekt hingefahren und habe die Pizza geholt. Ja. Der andere ist quasi nie gekommen, ich habe dann aber auch nicht mehr angerufen. Hey, so sowas blöd, Alter. Jetzt habe ich mir heute bei Amazon so eine Pizza-Box gekauft, weißt du, so eine Styropor-Box, wenn ich nämlich selber Pizza hole, dass sie im Endeffekt warm bleibt. Ja. Weil bis ich hier heimkomme, ist sie immer eiskalt. Und ich hasse das, kalte Pizza, Alter. Mach ich überhaupt nicht. Ja. Und die Krönung war dann noch, weil ich habe dann die Pizza von wem anders geholt, das meine war dann falsch. Ja, also. Da waren dann Zwiebeln drauf, ich mach das nicht. Und so Oliven und leck mich doch am Arsch hin. Ja, hat schon alles hingehört, du. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Also ich weiß, dass der quasi nie gekommen ist, weil bei mir war er wieder haben. Hat auch keiner gelitten. Aber das ist sehr geil. War gestern so. Schau, der war jetzt zum Beispiel Asler. Ja. Jetzt könnte ich da umgehen, muss aber nicht. Aber bis jetzt habe ich jedenfalls keinen Eisvogel gesehen. Das ist der Mönch, schau, da, wie ich letztens gesagt habe. Da werden die Bredeln rausgezogen und dann läuft das Wasser da so durch. Von dem oberen Weiher da rein. Durch. Und irgendwann kommt wer, den das gehört und dort ist der rein und dann staut sich der wieder an. Ja.
die kräckelt jetzt dann um mich. Der Weih ist auch ausgelassen. Da ist eine Banke. Da ist dann nochmal eine Weih. Schauen wir uns gleich mal um. Ja, das interessiert mich jetzt dann, ob weiß ich dir nicht vorhandene digitale Bildstabilisator dann nochmal anschwankert. Stell jetzt meinen Vlog sowieso ein. Zeig dir jetzt, wie das da ausschaut. Ja, so schaut es aus. Und das war's. Genau. Ich fahre jetzt dann noch zu anderen Weihen, aber da bist du ja sowieso Glockerlfinster. Ich habe heute mal nachgeschaut, ob ich Winterlinge finde. Nix. Und Schneegleckeln auch nicht gefunden. Aber da waren so Stängel herrissen. Also ich glaube, dass die jetzt rausgekommen. Aber da war noch kein Blütenkelch. Aber ja, bin ich halt noch am Schauen. Genau. Jetzt schlage ich da noch vier. Und das war's. Von dem Weih. Ohne Reihe. Ja, die Säusler. Okay, Freunde im Internet. Das war's von mir, von hier, von da. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.